Was genau ist unter dem Begriff Organisation zu verstehen? Der Organisationsbegriff ist tatsächlich vielschichtig. Man kann es einerseits institutionell interpretieren. Die Unternehmung ist eine Organisation mit einer eigenen Rechtsform als Person oder Kapitalgesellschaft. Oder man interpretiert Organisation als instrumentellen Begriff, einerseits konfigurativ. Man kann also Aufbau- und Ablauforganisationen gestalten. Andererseits auch funktional. Mit der Gestaltung der Ablauf- und Aufbauorganisation versuche ich bestimmte Ziele, zu erreichen. Wo liegt der Unterschied zwischen einer Aufbau- und einer Ablauforganisation im Detail? Ja, man unterscheidet zwischen Aufbau- und Ablauforganisation, wobei beides ineinander greift. Mit der Aufbauorganisation werden Bereiche festgelegt und Weisungsbefugnisse. Man unterscheidet bestimmte Kompetenzbereiche und Gestaltungsbereiche, die von einzelnen Personen ausgefüllt werden. Die Ablauforganisation ist dann tatsächlich das Arbeiten in dieser Aufbauorganisation. Es werden also Prozess, Abläufe, Aktivitätsfolgen definiert, wie die einzelnen Aufgabenträger ihre Aufgaben erfüllen und wie das Zusammenspiel zwischen den gebildeten Abteilungen aussehen soll. Welche Möglichkeiten gibt es, eine Organisationsstruktur zu gestalten? Grundsätzlich gibt es drei Varianten, eine Organisation zu gestalten: die Funktionale, Divisionale oder Matrixorganisation. Bei der funktionalen Organisation führt man gleichartige Verrichtungen zusammen. Das heißt, Organisationseinheiten werden über bestimmte Funktionen ähm, gebildet. Dies bietet sich insbesondere bei jungen und kleinen Unternehmen an, solange ein Unternehmen noch ein Einproduktunternehmen ist. Das heißt, tatsächlich nur auf einem relevanten Markt mit einem Leistungsangebot tätig ist. Wächst das Unternehmen und werden mehrere Leistungsangebote, mehrere Produkte auf verschiedenen Märkten angeboten, bietet es sich irgendwann an, die Organisationsform zu wechseln und zum Beispiel eine divisionale Organisation zu bilden. Hier hat man ein sogenanntes Objektprinzip, das heißt die Divisionen werden gebildet rund um ein bestimmtes Objekt. Das können zum Beispiel Produkte sein, aber auch Kundengruppen oder Märkte oder Regionen. Ausgehend von diesem Objekt bilden die Unterabteilungen oder die Untereinheiten einzelne eigenverantwortliche Divisionen, die auch für ihren Erfolg verantwortlich sind. Man spricht von sogenannten Profit Centern. Grundvoraussetzung hierfür ist es, dass diese Einheiten zerlegbar und voneinander differenzierbar sind, sie also tatsächlich eigenständig agieren können. Manchmal ist es sinnvoll, Mischformen zu bilden. Man kann also sowohl funktionaler mit divisionaler Organisation kombinieren oder man kann wechseln auf eine Matrixorganisation, die wir uns gleich noch genauer angucken werden. Wie lassen sich die zuvor genannten Organisationsstrukturen grafisch veranschaulichen? Die drei Grundtypen kann man sich auch grafisch recht gut vor Augen führen und unterscheiden. Die funktionale Organisation bildet also Einheiten nach den einzelnen Funktionen, nach dem Verrichtungsprinzip. Hier sehen Sie das Beispiel eines Werkes von BMW in UK, in England, am Standort Oxford. Sie sehen eine Einteilung der einzelnen Bereiche nach zu erfüllenden Funktionen. Zu beachten ist, dass bei diesem Beispiel es sich tatsächlich nur um einen Standort handelt, nicht um ein ganzes Unternehmen. Eine divisionale Organisationsform sehen wir hier am Beispiel der Berliner Büromöbel-AG, die auf der zweiten Führungsebene eine Einteilung nach den Objekten-Produkt vornimmt. Also hier wird unterschieden zwischen Schreibtischen, Büroschränken und Bürostühlen, die jeweils eigenverantwortlich ihre relevanten Märkte bearbeiten. Vermutlich wird es in diesem Beispiel gewisse Überschneidungsbereiche zwischen den relevanten Märkten geben, aber das kann man in Divisionsstrukturen recht gut organisieren. Auf der dritten Ebene erkennt man, dass hier wieder das Funktionsprinzip Anwendung findet. Das heißt, auf der dritten Ebene wird nach Funktionen organisiert und gleiche Verrichtungen zusammengefasst. Mit der Matrixorganisation findet man eine Kombination aus diesen Prinzipien und kann hier am Beispiel der Siemens AG erkennen, dass man das zum Beispiel dreidimensional miteinander kombinieren kann, nach Technologiebereichen, Absatzbereichen, Regionen oder eben auch nach Funktionen. Wo liegen die Vor- und Nachteile der zuvor vorgestellten Organisationsstrukturen? Jede der drei Grundformen hat ihre spezifischen Vor- und Nachteile, die man gut in einer Argumentenbilanz gegenüberstellen kann. Hier sehen wir die Vor- und Nachteile der funktionalen Organisation. Bei der funktionalen Organisation hat man den großen Vorteil, dass man Synergien ziehen kann innerhalb der einzelnen Verrichtungen, die sich ganz konzentrieren können auf die Erfüllung der jeweiligen Aufgabe. Man hat es auch relativ einfach, die Unternehmenspolitik stringent durchzusetzen. Das klappt so lange gut, solange man in einem Einproduktunternehmen tätig ist, also tatsächlich keine verschiedenen Märkte oder verschiedenen Anforderungen von unterschiedlichen Kundengruppen oder Produktbereichen berücksichtigen muss. Auf der anderen Seite gibt es allerdings auch Nachteile, auch innerhalb einer Einproduktunternehmung, das heißt insbesondere dort, wo ich viele Abstimmungsnotwendigkeiten zwischen den verschiedenen Funktionen habe, kann es häufig zu Schwierigkeiten kommen oder zu Streitigkeiten kommen, die dann immer auf der obersten Führungsebene ausgetragen werden müssen. Und das ist häufig problematisch und konfliktionär. Es ist auch schwierig, die Erfolge zuzurechnen. Auf der Kostenseite wird es noch relativ gut gelingen, zuzuordnen, welche Kosten durch welche Funktionen verursacht werden. Auf der Erlösseite ist aber eine Zuordnung auf einzelne Funktionen eigentlich nicht mehr möglich, sodass diese Seite hierbei entfällt. Wächst das Unternehmen und geht es über ein Einproduktunternehmen hinaus, wechselt man häufig in eine sogenannte divisionale Organisationsform, die auch wieder spezifische Vor- und auch Nachteile hat. Auf der einen Seite bietet die Möglichkeit der Bildung von Divisionen einen Ansatzpunkt, um tatsächlich Verantwortungsbereiche zu schaffen für die einzelnen Divisionen, zum Beispiel für bestimmte Kundengruppen oder für bestimmte Leistungsangebote. Man kann diese Divisionen dann an die jeweiligen Rahmenbedingungen ausrichten und erhält dadurch eine gewisse Flexibilität, auf die veränderlichen Rahmenbedingungen auch gut eingehen zu können. Es ist sehr motivierend für die Beteiligten, dass sie ihren Verantwortungsbereich haben und klare Erfolgszuweisungen haben können, für jede Division eine Erlös- und eine ähm, Kostenorientierung realisieren kann. Innerhalb der Division kann man ähnliche Probleme wie bei der funktionalen Organisation bekommen, weil typischerweise die Divisionen innerhalb dieser Organisationseinheit dann wieder funktional aufgeteilt sind. Aber der Konflikt findet dann eben nicht mehr auf der obersten Führungsebene statt, sondern auf der Ebene der Divisionsführung. Als Nachteil der Divisionsorganisation ist gerade die Frage der Teilbarkeit und der Synergien zu sehen. Es ist es wirklich gut möglich unabhängige eigenständig agierende divisionen zu bilden nach bestimmten objekten und vor allen dingen wie schaffe ich es noch in der gesamtunternehmung synergien zwischen den divisionen zu realisieren hier kommt es häufig zu eigendynamiken und auch egoismen der einzelnen divisionen die ja durchaus gewollt sind stichwort motivation aber es wird eben schwierig für die gesamtunternehmensleitung die divisionen noch zu einer zusammenarbeit zu überreden und das tatsächlich als gemeinschaftliches Unternehmensziel nach vorne zu stellen. Es droht also ein Auseinanderfallen des Unternehmens in weitgehend separierte Bereiche. Ein Versuch, die Vor- und Nachteile der beiden Grundformen zu kombinieren, bildet die Matrixorganisation. Hier bildet man eigentlich in einem zwei- oder dreidimensionalen Matrixform auf der einen Seite Funktionen, auf der anderen Seite dieses Objektprinzip ab und schafft ganz bewusst eine Schnittstelle zwischen diesen beiden Bereichen, die innerhalb dieser einzelnen Matrixkästchen dann auch gefüllt werden müssen. Das kann eine verbesserte Möglichkeit sein, um auf bestimmte Innovationschancen zu reagieren oder ganz bewusst bestimmte Konfliktlösungsmechanismen in dieser Organisationsform zu verankern allerdings und das ist häufig das problem bei einer matrixorganisation man hat für die ein ähm, zugeordnete verrichtung typischerweise mindestens zwei vorgesetzte die dafür verantwortlich sind sodass konflikt auch hier vorprogrammiert sein kann weil eben keine klare eindeutige weisungsbefugnis gegeben ist. das kann auf dauer zu einem permanenten konfliktfeld führen was sehr anstrengend für die beteiligten sein kann. Wie man sieht, hat jede dieser Grundformen ihre eigenen Vor- und Nachteile. Und es gibt nicht die eine ideale Form, sondern man muss immer abwägen, was für die jeweiligen Rahmenbedingungen und Herausforderungen die richtige Organisationsform ist, die die besten Kompromissmöglichkeiten bietet. Gibt es überhaupt die ideale Organisationsform? Nein, die ideale Organisationsform gibt es leider nicht kommt immer auf die Herausforderungen und auf die Rahmenbedingungen an und es kann auch durchaus sinnvoll sein im Laufe der Zeit bei veränderten Rahmenbedingungen die Organisationsform zu wechseln. Es geht eigentlich immer um den Kompromiss einerseits zwischen der organisatorischen Differenzierung und auf der anderen Seite die organisatorische Integration. Differenzierung ist die Aufteilung von verschiedenen Aufgaben, die genügend flexibel auf veränderliche Herausforderungen reagieren müssen. Auf der anderen Seite die Integration, das heißt die Zusammenfassung und damit die Nutzung von Energien bei gleichartigen Verrichtungen oder die Nutzung von Größenvorteilen. Eine eindeutige Antwort, wo genau der richtige Kompromiss liegt, den gibt es nicht, sondern man muss sich darauf einstellen, dass es immer um einen Kompromiss geht zwischen Integration und Differenzierung. Welche Rolle spielt das Management einer Organisation? Zentral für die Organisation ist selbstverständlich das Management. Das Management ist allerdings ein vielschichtiger Begriff. Man kann es einerseits verstehen als institutionelle Interpretation. Das heißt, da geht es um die Führungskräfte oder die Manager. Das sind die Personen, die diese Aufgaben erfüllen. In Deutschland ist es definiert über das Betriebsverfassungsgesetz und relativ hochrangig angesiedelt. Das heißt, hier sind die Voraussetzungen eine selbstständige Leitung von Personen, in der Regel mit Personenverantwortung auch für Einstellung und Entlassung und so die Übernahme der Generalvollmacht. Im angelsächsischen Sprachgebrauch ist man da etwas offener und legerer und bezeichnet eigentlich alle Personen, die eine bestimmte Führungsverantwortung für Dritte übernehmen, vom Meister bis zum Vorstandsvorsitzenden, als Mitglieder des Managements. Die Personen, die das Management bilden, üben dann bestimmte Funktionen aus, die sogenannten Managementfunktionen. Das heißt, die agieren als Führungsverantwortliche und haben eine bestimmte Steuerungsaufgabe, Lenkungsaufgabe, Koordinationsaufgabe. Hiermit beschäftigt sich die Organisationsforschung schon relativ lange. Bereits Henri Fayol hat Anfang des 20. Jahrhunderts eine Strukturierung vorgeschlagen, die bis heute häufig angewendet wird. Er unterscheidet die ausgeübten Funktionen des Managements dann in die Bereiche Planung, Organisation, Personaleinsatz, Führung und Anleitung dieser Personen und Kontrolle und Überwachung, ob die entsprechenden Maßnahmen auch den gewünschten Erfolg bringen. Das Verführerische an dieser Unterscheidung ist, dass es sehr statisch nebeneinander steht. In Wirklichkeit ist es eigentlich mehr ein Lenkungskreis, also ein bestimmter Lern- und Steuerungskreis, der sich hier entwickelt. Das heißt, Führungskräfte bilden eine bestimmte Vorstellung, eine Hypothese, wie sie glauben, dass Rahmenbedingungen relevante Herausforderungen bilden. Sie versuchen Antworten hierauf zu finden, organisieren dann ein, ein Team von, von Personen, die sie unterstützen, ähm, akquirieren diese Personen, weisen diese Personen ein in die Aufgaben, die sie zu erfüllen haben und kontrollieren dann, ob das zu den gewünschten Erfolgen führt. Typischerweise wird es nicht gelingen, diese Aufgaben dann immer so zu gestalten, dass tatsächlich auch eine komplette Zielerfüllung gelingt. Und man fragt sich, woher kommen die Abweichungen? Man kann die Rahmenbedingungen falsch eingeschätzt haben, man kann Fehler gemacht haben bei der Auswahl und Einteilung der Personen oder vielleicht gab es auch bei der Ausführung der Aufgaben bestimmte Probleme. Hieraus versucht man zu lernen, nachzusteuern und es entwickelt sich dieser Lern- und Steuerungskreislauf, der eigentlich das typische Agieren des Managements bildet. Sind die Aufgaben des Managements tatsächlich so strukturiert und klar abgrenzbar? Leider sind die tatsächlichen Aufgaben des Managements nicht so klar voneinander unterscheidbar, wie das die Managementfunktionen suggerieren. Minzberg hat einen interessanten Ansatz entwickelt bei seiner empirischen Fragestellung, was tut das Management denn jetzt tatsächlich und was sind die Aufgaben dieser Führungskräfte. Er konnte hier zehn Rollen identifizieren, die eine Führungsperson vielleicht sogar gleichzeitig ausübt. Er hat den Kern auf die Informationsverarbeitung gelegt und unterscheidet hier drei Kategorien. Einmal die Gestaltung interpersoneller Beziehungen, die Aufnahme, Verarbeitung und Abgabe von Informationen und das Treffen von Entscheidungen, was man vermutlich am ehesten mit einer Managementaufgabe auch direkt in Verbindung bringt. Bei den interpersonellen Beziehungen wird schon deutlich, dass die Rollenfunktionen sehr unterschiedlich ausgestaltet werden können. Eine Führungsperson kann dann einerseits als Galionsfigur agieren und für andere Vorbild sein, an denen sie sich orientieren können. Es erfüllt vielleicht direkte Vorgesetztenfunktionen, indem es Anweisungen erteilt oder agiert als Vernetzter zwischen Personen, die verschiedene Aufgaben erfüllen, wo es interessant wäre, hier Verbindungen zu schaffen und diese Personen auch zusammenzubringen. Permanent und das ist die zweite Kategorie ist die Aufgabe eigentlich wie ein Radarschirm zu agieren und relevante Umfeldveränderungen wahrzunehmen und vielleicht auch proaktiv schon darüber nachzudenken, wie man agieren oder reagieren könnte. Man muss diese Informationen dann andere übertragen und auch als Sender fungieren und nach außen hin der Einheit ein Gesicht geben und hier als Sprecherin oder Sprecher fungieren, die auch personifiziert als das Gesicht einer Organisationseinheit wahrgenommen wird. Im Kern geht es auch immer um das Treffen von Entscheidungen, vielleicht in die Richtung auch Innovationen zu überlegen und dann ähm, einzuführen, also wie kann ich etwas schneller, effizienter machen oder wo sehe ich neue Chancen, neue Erlösquellen, die es zu erschließen gilt. Man muss zwischen den einzelnen Personen als Problemlöser fungieren und immer wieder Kompromisse finden. Man muss knappe Ressourcen zuteilen auf die verschiedenen Aufgaben und wird hier auch immer wie ein Verhandlungsführer und eine Verhandlungsführerin agieren müssen, weil es kontroverse Interessen gibt und knappe Ressourcen, die es zu verteilen gilt. Wie man sieht, ist es nicht so klar in der Vorstellung von Minzberg, wie es ähm, die Managementfunktionen von Fayol ähm, eigentlich suggerieren, sondern das äh, Agieren einer Führungsperson ist tatsächlich mehr das Tragen mehrerer Hüte und das Ausüben mehrerer Rollen im gleichen Zeitpunkt.